Herzlich willkommen zur 63. Folge Analysis für Ingenieure. In dieser Folge werden wir uns mit einer weiteren Eigenschaft differenzierbarer Funktionen beschäftigen, und zwar mit dem sogenannten Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Zur Motivation betrachten wir zunächst einmal eine Funktion f, die eine Abbildung sein soll aus einer kompakten reellen Teilmenge, die ich einmal mit AB bezeichnen möchte, in die Menge der reellen Zahlen. Den Graphen dieser Funktion habe ich hier vorab schon einmal aufgezeichnet. Und wir wollen jetzt zunächst einmal durch den Anfangspunkt dieses Graphens, der bei a, f von a, und den Endpunkt dieses Graphens, der bei b und f von b liegt, eine Sekante ziehen. Die habe ich hier auch schon mal grün eingezeichnet. Die Steigung dieser Sekanten lässt sich nun einfach bestimmen. Also m Sekante ist gleich, und dazu müssen wir hier ein Steigungsdreieck einlegen oder ranlegen, ein rechtwinkliges Steigungsdreieck, das zeichne ich hier mal blau ein. Und die Steigung dieser Sekanten würde sich ja dann ergeben aus der Höhe dieses Dreiecks, die ich hier mal mit Delta Y bezeichnen möchte, und der Länge dieses Dreiecks. Das sei ja mal Delta X. Die Steigung der Sekante wäre dann also Delta Y dividiert durch Delta X. Das Delta Y können wir uns sofort berechnen, indem wir den oberen Y-Wert minus den unteren Y-Wert nehmen. Das heißt konkret f von b minus f von a. Das wäre gerade die Höhe dieses Steigungsdreiecks. Dividiert durch die Länge dieses Steigungsdreiecks, das wäre der rechte x-Wert minus der linke x-Wert, also b minus a. Und der Mittelwertsatz der Differentialrechnung sagt nun Folgendes aus. Wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind, und zwar die erste, wir fordern, dass diese Funktion auf dem kompakten Intervall AB zunächst einmal stetig ist. Und zum zweiten fordern wir noch, dass diese Funktion auf dem offenen Intervall AB differenzierbar sein soll. Wenn diese Funktion differenzierbar ist, lässt sich an dieser Funktion an jeder beliebigen Stelle ja eine Tangente zeichnen. Und der Mittelwertsatz sagt nun aus, es gibt mindestens eine Zahl in diesem offenen Intervall AB, wo eine Tangente existiert, die parallel zur Sekanten liegt. Diese Stelle wäre in meiner Skizze vielleicht ungefähr hier, das kennzeichne ich mal durch einen roten Punkt, und die Tangente hätte dann ungefähr folgendes Aussehen. Das wäre die Tangente. Aber es gibt noch eine zweite Tangente in meiner Skizze, die wäre vielleicht ungefähr an dieser Stelle hier unten. Auch hier gibt es nochmal eine Tangente, die parallel zur Sekante liegt. Wir haben hier also zwei Stellen in diesem Intervall, wo Tangenten anliegen, die parallel zur Sekante verlaufen. Diese beiden Stellen bezeichnen wir hier mit Xi, und zwar die erste Tangente soll an der Stelle Xi1 liegen und die zweite Tangente an der Stelle Xi2. Wir können also sagen, es gibt also mindestens eine Stelle Xi, wo die Steigung der Sekante gerade f' von Xi ist, weil f' von Xi gibt ja gerade die Steigung der Tangente an der Stelle Xi an. Und das wollen wir jetzt zunächst einmal festhalten in einem Satz, den sogenannten Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Also Satz, sei f eine Funktion, die eine Abbildung sein soll aus einer reellen kompakten Teilmenge AB in die Menge der reellen Zahlen, und diese Funktion f sei stetig. Und auf der offenen Menge AB differenzierbar. Sonst können Sie ja keine Tangenten bilden. Wir müssen also auf jeden Fall voraussetzen, dass diese Funktion auch differenzierbar ist. Dann gibt es eine Zahl. Dann gibt es eine Zahl Xi aus dieser offenen Teilmenge AB mit der Eigenschaft, dass f' an der Stelle Xi gerade die Sekantensteigung ist. Also f von b minus f von a dividiert durch b minus a.
Diesen Satz werden wir jetzt zunächst einmal beweisen. Der Beweis ist nicht sonderlich schwer, sage ich schon mal vorab. Dazu führen wir eine Hilfsfunktion ein, und zwar die Hilfsfunktion, die bezeichne ich hier mal mit H. H sei jetzt mal eine Abbildung aus dem abgeschlossenen Intervall AB in die Menge der reellen Zahlen, also die ist genau da definiert, wo auch unsere Funktion definiert ist. Und zwar soll jedem x zugeordnet werden der Ausdruck h von x, und der sei definiert durch f von x minus die Sekantensteigung, und die war ja gerade f von b minus f von a, dividiert durch b minus a. Und diese Sekantensteigung wird multipliziert mit der linearen Funktion x minus a. Zunächst einmal können wir jetzt uns überlegen, diese Funktion, welche Randwerte hat die eigentlich? Das heißt, wir setzen einmal in die Funktion den Zahlenwert a ein, also die linke Intervallgrenze sozusagen. Dann erhalten wir hier f von a minus die Sekantensteigung f von b minus f von a dividiert durch b minus a mal in Klammern a minus a. Und Sie sehen schon, a minus a liefert ja den Zahlenwert 0, und das führt dazu, dass der zweite Summand hier vollkommen verschwindet. Das heißt, h von a hat den Funktionswert f von a. Was passiert nun an der rechten Intervallgrenze b? Wir berechnen also h von b, das bedeutet, wir kriegen hier jetzt f von b minus die Sekantensteigung f von b minus f von a dividiert durch b minus a, multipliziert mit, ja, wir müssen das x jetzt durch b ersetzen, also b minus a. Und Sie sehen, dass der Term b minus a sich hier im Zähler und im Nenner herauskürzt, so dass hier letztendlich übrig bleibt f von a minus, jetzt müssten wir das Minuszeichen in den Zähler des Bruches hinein multiplizieren, und das heißt, wir halten f von b minus f von b, und das hebt sich gerade auf, und aus dem minus f von a wird ein plus f von a. Das heißt also, dass diese Funktion h in den Randpunkten denselben Funktionswert hat, nämlich f von a. Wenn wir jetzt noch beachten, dass die Funktion h auf dem abgeschlossenen Intervall AB nach den Rechenregeln für stetige Funktionen wieder stetig sein muss, denn f von x ist laut Voraussetzung auf dem abgeschlossenen Intervall AB stetig und die lineare Funktion x minus a ist sowieso stetig, sogar für alle reellen Zahlen. Also ist auch diese Summe hier von diesen beiden Funktionen f von x minus der Sekantensteigung mal x minus a stetig. Auch ist diese Funktion h auf dem offenen Intervall AB differenzierbar, weil f von x auf dem offenen Intervall differenzierbar ist und die lineare Funktion x minus a ist für alle x sowieso immer differenzierbar. Und das heißt, nach den Rechenregeln für differenzierbare Funktionen, also konkret mit der Summenregel, erhalten wir dann, dass auch die Funktion h von x differenzierbar sein muss auf dem offenen Intervall. Das heißt, wir haben jetzt ja genau genommen die Voraussetzung für den Satz von Rolle erfüllt, den ich Ihnen im letzten Video bewiesen habe. Wir wenden jetzt hier also den Satz von Rolle an, und der besagt, es muss jetzt hier eine Zahl xi existieren. Also es gibt eine Zahl xi aus der offenen Menge AB mit der Eigenschaft, dass h' an dieser Stelle xi gerade 0 ist. Das besagt ja der Satz von Rolle gerade. Denn wenn die Funktionswerte an den Rändern gleich sind und die Funktion innerhalb dieses Intervalls differenzierbar ist und stetig ist, dann muss es einen Punkt geben, wo die Tangentensteigung gerade den Wert 0 annehmen muss. Das hatten wir, wie gesagt, im letzten Video Nummer 62 gerade hergeleitet. So, wir benutzen jetzt diesen Satz von Rolle. Das heißt, wir bilden jetzt zunächst einmal von der Funktion h
die Ableitung, also h' von x. Dann ergibt sich mit der Summenregel folgende Ableitung, und zwar leiten wir f ab, das liefert also einfach f' von x, minus diese Kantensteigung ist eine Konstante, die kann ich zunächst einmal hinschreiben, weil das eine multiplikative Konstante ist, bleibt die also beim Ableiten erhalten, mal, und die lineare Funktion x minus a abgeleitet, liefert gerade den Zahlenwert 1. Setzen wir nun hier in die Ableitung xi ein, erhalten wir h' von xi ist gleich f' von xi minus f von b minus f von a dividiert durch b minus a. Und das muss nach dem Satz von Rolle gerade 0 sein. Nun können Sie diesen zweiten Summanden mit auf die rechte Seite herüberziehen und dann erhalten wir letztendlich, dass f' an der Stelle xi gerade f von b minus f von a dividiert durch b minus a sein muss. Und damit ist der Mittelwertsatz der Differentialrechnung auch schon bewiesen. Dieser Mittelwertsatz hat eigentlich mehr eine theoretische als eine praktische Bedeutung und wird vor allem für Beweise von weiteren Sätzen in der Analysis benötigt. Eine praktische Anwendung gibt es allerdings noch. Es lassen sich mit dem Mittelwertsatz nämlich Terme abschätzen, und dazu möchte ich Ihnen gerne ein Beispiel einmal vorrechnen, wie man in der Praxis diesen Mittelwertsatz einsetzen könnte. Also Beispiel. Wir betrachten jetzt zunächst einmal die Funktion f, die eine Abbildung sein soll aus der positiven reellen Zahlenmenge inklusive der 0 in die Menge der reellen Zahlen, wobei jedem x zugeordnet werden soll der Term nte Wurzel aus x plus 1. So, das können Sie umschreiben in die Potenzform. Das bietet sich hier an, weil wir diese Funktion gleich noch ableiten wollen. Schreiben wir diesen Term also um in folgende Form, nämlich in x plus 1 hoch 1 geteilt durch n. Und das soll gelten für alle natürlichen Zahlen n größer gleich 2. Zunächst einmal können wir jetzt sagen, dass die Funktion f auf dem kompakten Intervall von 0 bis zu einer variablen oberen Grenze x, egal wo Sie das x wählen, auf jeden Fall stetig ist. Und auf dem offenen Intervall, also auf 0x in runden Klammern, differenzierbar. Das heißt, hier sind die Voraussetzungen für den Mittelwertsatz der Differentialrechnung schon erfüllt. Egal welches x Sie nehmen, diese Funktion ist immer auf diesem abgeschlossenen Intervall stetig und auf dem offenen Intervall differenzierbar. Dann muss es ja nach dem Mittelwertsatz offensichtlich eine Zahl geben. Es gibt ein Xi aus der offenen Menge 0x mit f' von Xi ist gerade f von x minus f von 0 dividiert durch x minus 0. Nicht? Das a, die Zahl a im Mittelwertsatz, wird hier einfach durch 0 ersetzt und die Zahl b wird hier durch x ersetzt. So, f von x haben wir hier ja konkret vorgegeben. Wir können also f von x einsetzen. Das wäre bei uns also gerade die nte Wurzel aus x plus 1. Minus f von 0, setzen Sie die 0 ein in den Funktionsausdruck. Dann erhalten Sie die nte Wurzel aus 0 plus 1. 0 plus 1 ist ja gerade 1 und die nte Wurzel aus 1 liefert also gerade 1. Dividiert durch x minus 0. X minus 0, dafür können wir einfach nur x schreiben. So bilden wir nun mal die erste Ableitung der Funktion und setzen danach die Zahl xi ein, die wir natürlich noch nicht kennen. Die liegt aber irgendwo im offenen Intervall von 0 bis x. Also zunächst bilden wir jetzt einmal f' von x. f' von x bilden wir hier mit der Kettenregel und der Potenzregel.
Die äußere Ableitung wäre, wir müssten das 1 durch n zunächst einmal nach vorne ziehen, dann den inneren Term hinschreiben, also x plus 1 hoch 1 durch n minus 1. Multipliziert mit der inneren Ableitung, x plus 1 abgeleitet ist einfach 1. Das lässt sich nun noch etwas schöner hinschreiben, das ist 1 dividiert durch n mal in Klammern x plus 1 und im Exponenten bilden wir jetzt mal den Hauptnenner, der wäre dann n und dann erhalten wir 1 minus n dividiert durch n. Da laut Voraussetzung n eine Zahl ist, die größer oder höchstens gleich 2 ist, ist der Exponent für jedes n, was Sie auch wählen würden, immer eine negative Zahl. Und das ist unschön. Wir bringen deswegen die ganze Potenz in den Nenner, indem sich hier das Vorzeichen einfach des Exponentens umdreht. Das heißt, wir können dafür schreiben, dass es 1 dividiert durch n mal, Klammer auf, x plus 1 hoch n minus 1 dividiert durch n. Denn wenn Sie das Vorzeichen des Exponentens verändern, also mit minus 1 mal nehmen, erhalten Sie ja gerade im Zähler des Exponentens n minus 1. Und das lässt sich noch etwas schöner hinschreiben, indem wir schreiben, das ist 1 dividiert durch n mal die n-te Wurzel aus in Klammern x plus 1 hoch n minus 1. Setzen wir nun das Xi in die erste Ableitung mal ein, also daraus folgt, f' von Xi wäre ja gerade dann 1 dividiert durch n mal die n-te Wurzel aus, Klammer auf, Xi plus 1 hoch n minus 1. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir diese Ableitung abschätzen wollen nach oben hin. Nach oben hin, das heißt, wir wollen diesen Nenner möglichst klein machen, sodass der Bruch möglichst groß wird. Möglichst klein können Sie diesen Nenner machen, indem Sie das Xi möglichst klein machen. Sie könnten also für Xi, da Xi aus dem offenen Intervall von 0 bis x kommt, könnten Sie für Xi zum Beispiel die Zahl 0,00001 einsetzen. Das ist möglich. Wir können aber auch sagen, wir setzen für Xi jetzt einfach mal die 0 ein, obwohl die zwar nicht erlaubt ist einzusetzen, aber damit ist gewährleistet, wenn ich die 0 für Xi einsetze, dass dieser Bruch sicher immer kleiner ist, egal welches Xi Sie nehmen würden, als 1 dividiert durch n mal die n-te Wurzel aus 0 plus 1 in Klammern hoch n minus 1. Und wenn Sie das jetzt ausrechnen, 0 plus 1 ist ja 1 und 1 hoch n minus 1, egal welches n Sie nehmen, liefert auch 1 und die n-te Wurzel aus 1 ist wieder 1, so dass hier rauskommt, ist 1 durch n. Das bedeutet, egal welches Xi Sie aus diesem Intervall, aus diesem offenen Intervall von 0 bis x jetzt wählen würden, dann ist dieser linke Bruch offensichtlich immer kleiner als 1 durch n. Und das verwenden wir jetzt. Wir können daraus jetzt folgern, dass offensichtlich, da ja f' von Xi kleiner als 1 durch n ist und f' von Xi haben wir ja oben ausgerechnet, war gerade die n-te Wurzel aus x plus 1 minus 1 dividiert durch x, das muss sicher kleiner als 1 durch n sein. Ja, das daraus folgt, nehme ich hier vielleicht mal weg. Was können wir jetzt machen? Wir können jetzt diese Ungleichung auflösen nach der Wurzel. Ich könnte jetzt also auf beiden Seiten mit x zumindest multiplizieren, da ja x laut Voraussetzung eine positive Zahl sein muss. Können wir hier also mit x multiplizieren, wobei die Richtung des Ungleichheitszeichens dann erhalten bleibt. Wir können hier also eine äquivalente Umformung durchführen. Dann erhalten wir zunächst, die Wurzel aus x plus 1 minus 1 muss kleiner als x durch n sein. Ziehen wir jetzt noch die minus 1 auf die rechte Seite rüber, erhalten wir schließlich folgende Ungleichung. Die n-te Wurzel aus x plus 1 ist sicher kleiner als x durch n. Und zwar gilt das sogar eigentlich, wenn Sie so wollen, für alle x Element r. Weil Sie können ja in diesem Intervall, was wir oben gewählt haben,
x haben wir ja einfach variabel hier festgesetzt. Wir haben das abgeschlossene Intervall von 0 bis x betrachtet. X können Sie beliebig wählen und diese Ungleichung gilt daher für alle beliebigen reellen Zahlen. Außer für die Zahl 0 natürlich nicht. Das muss ich hier vielleicht ausschließen, also ohne die 0. Denn wenn Sie die 0 hier einsetzen, würde ja hier rauskommen, Entewurzel aus 1, das ist 1. Und 1 ist nicht kleiner als ja, 0 durch n, also das geht nicht. Die 0 müssen wir ausschließen. Aber sonst gilt diese Ungleichung für alle Zahlen x, Element r plus natürlich, habe ich auch noch vergessen, ohne die 0. Also mit dem Mittelwertsatz lassen sich sozusagen Ungleichungen erzeugen. In manchen Beweisen, kniffligen Beweisen, ist es manchmal nötig, dass man mit solchen Ungleichungen zu tun hat. Und da ist es manchmal günstig, den Mittelwertsatz zu verwenden. Der Mittelwertsatz lässt sich jetzt aber noch verallgemeinern zum sogenannten verallgemeinerten Mittelwertsatz. Dieser verallgemeinerte Mittelwertsatz findet in der Praxis weniger eine Anwendung, sondern eher in Beweisen. Aber da wir ihn später noch des Öfteren gebrauchen werden, möchte ich diesen Satz hier noch anführen, den verallgemeinerten Mittelwertsatz. Und der lautet folgendermaßen, sind f und g zwei Funktionen, die eine Abbildung aus der kompakten reellen Menge AB in die Menge der reellen Zahlen sind. Und diese beiden Funktionen sollen stetig sein auf dieser kompakten Menge. Und genauso wie im einfachen Mittelwertsatz und auf der offenen Menge AB differenzierbar. Mit der Bedingung, dass die Ableitung der Funktion g an der Stelle x ungleich von 0 ist, und zwar für alle x aus der offenen Menge ab, soll die Ableitung g' von x ungleich 0 sein. Dann gibt es ein Xi, also bedenken Sie, es gibt ein Xi, heißt in der Mathematik immer, es gibt mindestens ein Xi. Also es gibt mindestens ein Xi aus der offenen Menge AB mit der Eigenschaft, dass F' an der Stelle Xi dividiert durch G' an der Stelle Xi gleich F von B minus F von A dividiert durch g von b minus g von a ist. So, diesen Satz werden wir jetzt auch beweisen. Der Beweis geht ähnlich wie der Beweis von dem einfachen Mittelwertsatz von oben. Auch hier führen wir zunächst wieder mal eine Hilfsfunktion ein. Und diese Hilfsfunktion möchte ich jetzt zur Unterscheidung zur obigen Hilfsfunktion jetzt mal mit Groß H bezeichnen. Und diese Hilfsfunktion ist eine Abbildung aus der kompakten Menge AB in die Menge der reellen Zahlen, wobei jedem x aus dem Definitionsbereich der Term Groß H von x zugeordnet werden soll. Und dieser Term Groß H von x ist definiert in diesem Fall jetzt hier als f von x minus f von b minus f von a dividiert durch g von b minus g von a multipliziert mit g von x minus g von a. So, nun können wir zunächst einmal auch hier für diese Hilfsfunktion erstmal untersuchen, was sind die Werte an den Randpunkten. Das heißt, wir wollen schauen, was liefert h von a. H von a liefert, wir müssen also für x a einsetzen, das gibt klein f von a minus f von b minus f von a dividiert durch g von b minus g von a mal, Klammer auf, g von a minus g von a. Hier hinten sollte ein a stehen, das ist nicht gut leserlich, das schreibe ich hier nochmal sauber hin, so.
Dann sehen wir, dass der Term g von a minus g von a ja offensichtlich den Wert 0 annehmen muss. Und das bedeutet, hier verschwindet der zweite Summand. Das heißt, hier kommt letztendlich gerade f von a heraus. Betrachten wir jetzt nochmal die Hilfsfunktion an der rechten Intervallgrenze. Wir setzen also unser x jetzt durch b. Dann liefert das f von b minus f von b minus f von a dividiert durch b minus a multipliziert mit g von b minus g von a. Oh, hier unten habe ich was vergessen, das ist nicht ganz richtig. Hier muss natürlich stehen g von b minus g von a im Nenner. Da habe ich mich verschrieben, Entschuldigung. Sie sehen also hier, dass sich wieder im Zähler und im Nenner etwas herauskürzt, nämlich die Differenz g von b minus g von a kürzt sich im Zähler und im Nenner hier heraus. Und was bleibt denn hier übrig? F von b minus, und das Minuszeichen müssen Sie in Zähler hinein multiplizieren, dann erhalten Sie ein minus f von b und ein plus f von a. F von b hebt sich hier gegenseitig auf, sodass wir hier auch f von a wieder erhalten. Sie sehen also, auch diese Hilfsfunktion hat die Eigenschaft, dass an den Intervallgrenzen die Funktionswerte gleich sind. Diese Division, ist die überhaupt zulässig, kann man sich jetzt hier fragen. Wir haben ja einfach hier so definiert, ja, g von b minus g von a, ja, das ist zulässig. Vielleicht sollte ich hier oben noch schreiben, also Bemerkung hierzu. Das fehlt ja vielleicht noch. Und zwar, wir können ja auf die Funktion g den einfachen Mittelwertsatz der Differentialrechnung hier anwenden, weil ja alle Voraussetzungen hier gegeben sind für die Funktion g. Und das bedeutet, es gibt ein Xi-Element AB mit der Eigenschaft, dass G' von Xi gleich G von B minus G von A dividiert durch B minus A ist. Und da wir ja hier vorausgesetzt haben, hier oben, dass die erste Ableitung G' von X ungleich 0 ist, und zwar für alle X aus der offenen Menge AB, dann muss offensichtlich, da ja das Xi irgendeine beliebige Zahl aus dieser offenen Menge ist, offensichtlich an der Stelle Xi muss dann diese Ableitung g ebenfalls ungleich 0 sein. Und ein Bruch ist ungleich 0, wenn der Zähler ungleich 0 ist. Also es muss gelten, g von b muss ungleich g von a sein. Und daher ist diese Division hier erlaubt bei der Hilfsfunktion. Wir haben hier ja einfach dividiert durch g von b minus g von a. Das ist natürlich nur dann zulässig, wenn auch wirklich die Funktion nie, also der Nenner nie 0 werden kann. Und das ist hier offensichtlich nie der Fall, wie wir hier sehen. So. Wir können nun zusätzlich auch noch sagen, dass die Funktion groß H von x, also unsere Hilfsfunktion, wieder auf der kompakten Menge stetig ist, da die Funktion klein f von x laut Voraussetzung stetig ist und die zweite Funktion, die hinten in den eckigen Klammern steht, nämlich g von x minus g von a, ist auch stetig laut Voraussetzung. Auch sind die Funktionen klein f und klein g differenzierbar auf der offenen Menge AB und das bedeutet, nach den Rechenregeln für differenzierbare Funktionen ist auch unsere Hilfsfunktion wieder differenzierbar auf der offenen Menge. Und dann können wir offensichtlich wieder anwenden den Satz von Rolle aus dem Video Nummer 62. Also mit dem Satz von Rolle können wir also jetzt Folgendes sagen: Es gibt eine Zahl Xi aus der offenen Menge AB mit der Eigenschaft, dass die Hilfsfunktion abgeleitet an dieser Stelle Xi gerade 0 ist. Also wir wenden hier im Prinzip das gleiche Kriterium wie bei dem einfachen Mittelwertsatz, wie Sie hier sehen. Und was machen wir jetzt? Wir leiten jetzt zunächst einmal unsere Funktion, unsere Hilfsfunktion h ab. Also h' von x ist nach der Summenregel klein f' von x
minus die Konstante f von b minus f von a. Konstanten, multiplikative Konstanten bleiben ja bekanntlich beim Ableiten erhalten. Multipliziert mit, und jetzt müssen wir den Ausdruck in den eckigen Klammern ableiten, das liefert einfach g Strich von x minus g von a abgeleitet, ja, das ist eine Konstante, das gibt also gerade 0. So, und setzen wir nun hier in diese abgeleitete Hilfsfunktion jetzt mal xi ein, dann erhalten wir hier offensichtlich f' von xi minus die multiplikative Konstante f von b minus f von a dividiert durch b minus a multipliziert mit g' von xi. Und das muss nach dem Satz von Rolle gleich 0 sein. So, diese Funktion lässt sich jetzt auflösen nach f' von xi dividiert durch g' von xi. Wir holen also im ersten Schritt erstmal den zweiten Summanden auf die rechte Seite. Dadurch erhalten wir dann erstmal f' von xi ist gleich f von b minus f von a dividiert durch b minus a mal g' von xi. Und nun dividieren wir durch g' von xi und das ist hier tatsächlich möglich, da wir ja vorausgesetzt haben, dass die Funktion g' immer ungleich 0 sein soll, egal welches x Sie aus diesem offenen Intervall a, b auch wählen mögen. Und da das xi ja auch aus diesem offenen Intervall stammt, ist gesichert, dass die erste Ableitung sicher ungleich 0 ist. Und das heißt, wir halten dann letztendlich hier unsere gewünschte Aussage, nämlich f' von xi dividiert durch g' von xi ist gleich, ja, hier habe ich wieder einen Fehler gemacht, sehe ich, Entschuldigung, hier muss natürlich überall stehen g von b minus g von a. Weiß auch nicht, wie mir das passieren kann. Kommt halt mal vor. Verbessere hier mal schnell. Ich hoffe, das haben Sie schon vor mir gesehen. So. Und dann haben wir hier einfach stehen, das ist f von b minus f von a dividiert durch g von b minus g von a. Und damit ist der verallgemeinerte Mittelwertsatz der Differentialrechnung jetzt auch bewiesen. In dem nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, welche Folgerungen sich aus dem Mittelwertsatz ergeben. Das sind insbesondere das sogenannte Monotoniekriterium und das Konstantenkriterium sowie der Schrankensatz. Zu dieser Videoreihe ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Besuchen Sie unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten dieses Buchs Probe zu lesen.